Und es geht weiter mit Let's Play Das Jahr 0. Ja, wir haben nun diesen Wald, ja, weitgehend hinter uns gelassen. Viel kommt bestimmt nicht mehr und ich hätte das annehmen sollen. Ups. Ich drücke ja immer versehentlich auf B, weil da ist ja schon so ein Assi oben und bestimmt will der was. Und uns, neben ihm steht noch ein zweiter Assi hinterm Baum. Mal gucken, gucken wir uns das mal an. Hey, blendendes Tageslicht. Endlich. Hier scheint der Ausgang zu sein. Halt, nicht so schnell, ihr Spasten. Tatsächlich, zwei Stück von denen. Ihr schon wieder. Ganz recht. Dachtet ihr etwas, dass so schnell Lot werdet? Was denkt ihr denn? Naja, zumindest ist deine kleine Gruppe um die Hälfte reduziert worden, wie es scheint. Was ist passiert? Hatten deine Kollegen Probleme mit den Wölfen? Mit den Wölfen? Hey, pass bloß auf, was du da sagst. Genau, mit Kindern wie euch werden wir auch schon zu zweit fertig. Schluss damit, wir haben es eilig. Lassen wir doch einfach unsere Waffen sprechen, du Großmaul. Das wird mein Vergnügen sein. Ich nehme euch auseinander, ihr Spackos. Aber den beiden zeigen jetzt natürlich, wer die wahren Spackos sind, weil das sind nur langweilige Diebe und ja, und wir sind hier voll die geskillten Schwertkämpfer und Magier. Und da kriege ich auch keine Gnade bei solchen Assis. Pentagramm und Explosion erstmal auf den einen. Mit einem Volltreffer auch noch. Nice. Okay, und wir haben sogar einen Angriff geblockt. Ich habe sogar das Gefühl, dass wir vielleicht ein bisschen zu stark sogar sind. Ja, oder viel aushalten tut der. Ja, ist ja schließlich ein Bosskampf. Oh Gott. Oh, jetzt sollen wir das mal einsetzen. Jetzt setze ich mal auf die Diebin dann ein. Und ja, Griselda macht nochmal eine Explosion dann auf den. Da wurde sie nämlich auch besiegt. Oh. Okay, 400 und die 45 und die blutet auch noch. Also heißt das, wir machen jetzt noch mehr Schaden. Okay, das interessiert mich, dass der Dieb besiegt wurde und trotzdem noch da steht. Ganz ehrlich, mich würde sogar interessieren, wie das funktioniert, weil ich muss das nämlich auch mal privat mal herausfinden, wie das geht für einen Bosskampf, den ich mal machen wollte, aber... Ja, oder es war auch mit Hilfe eines Skripts. Da muss ich nämlich zugeben, das weiß ich nämlich jetzt selbst gar nicht so genau. Aber die sind tot, okay. Das Team war erfolgreich, 75 Erfahrungspunkte und 39 Münzen. Von Kindern besiegt. Muss ziemlich peinlich für euch sein. Ja, scheiße. Nicht nur peinlich, Griselda, sondern auch tödlich. Was? Nein, das könnt ihr nicht tun. Wieso? Ihr würdet es genauso tun. Wie war das doch gleich mit ich nehme euch auseinander? Hör zu, wenn ihr uns leben lasst, wird sich das auch lohnen, ja? Ach, ist das so? Findet es heraus, es ist eure Entscheidung. Ja, also ich denke, die würden Tod vielleicht verdienen, aber andererseits auch nicht, weil... Ich weiß nicht, noch haben die ja nichts getan und vielleicht können die uns ja irgendwie noch helfen. Ich weiß ja nicht. So ethisch betrachtet, wir leben lassen das Richtige, weil man soll ja verzeihen lernen. Lassen wir mal leben. Na gut, also inwiefern lohnt sich das jetzt für uns? Hier, nehmt dies. It's dangerous to go alone. Schlüssel erhalten. Ein Schlüssel? Ja, ein Schlüssel. Ihr habt wahrscheinlich die Holzhütte im Wald gesehen, oder? Na, jedenfalls könnt ihr sie mit dem Schlüssel jetzt öffnen. Wir besitzen selbst Häuser. Was also soll uns diese Hütte bringen? Denkst du, wir wollen hier im Wald leben, oder was? Ja, das jetzt nicht, aber in der Hütte ja, gibt es geile Sachen wie Münzen. Gut, geht jetzt. Ich danke euch. Danke, ihr seid gute Menschen. Ja, nicht so wie ihr. Ihr hättet uns halt glücklich umgebracht. Manchmal ist er einfach zu weich. Wären wir an deren Stelle gewesen, hätten sie uns wohl getötet. Ist was, Griselda? Oh nein, alles in Ordnung. Ich hoffe nur, dass sich tatsächlich etwas in dieser Hütte befindet. Das werden wir bald herausfinden. Dann gehen wir auch mal hin direkt. Aber davor gehen wir erstmal zum Zelt und heilen uns. Und wir, die zwei anderen Assis, sind dann da irgendwie auf einmal drin oder so. Aber selbst wenn... Ich glaube, die machen keine Probleme. Oder? Ja.
Die haben ja noch nicht mal viel Schaden gemacht. Na gut, wir haben auch wirklich die stärksten Attacken draufgehauen. Griselda hat ja auch noch ihre Spezialattacke. Na, also was auch immer uns dort erwartet, dass da wirklich nur so ein paar Bonus-Sachen drin sind, die uns noch helfen. Oh, jetzt habe ich das Hallgeräusch ganz vergessen. Egal. Und, genau, da sind wir nämlich. Und da drin haben wir mit dem Schlüssel, den uns die Diebe gegeben haben, müsste sich die Tür anschließend öffnen. Okay, rein da. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, hätten wir die Tür auch einfach aufbrechen können. Stimmt, hätten wir es vorher gewusst, dass dieser Diebe, dass er diese Hütte den Dieben gehört, hätten wir sie aufgebrochen. Gut, stimmt. Wohl, oh, nee, hier ist wirklich nichts. Ich dachte, das wäre so ein größerer Bereich. Bierflaschen. Und hier haben wir 25 Münzen und 55 Münzen. Und Bierflaschen, die wir noch teuer verkaufen könnten. Naja, aber kann man nichts machen. Oder stehen die jetzt vor der Tür? Ne? Okay, ich hatte jetzt irgendwie Misstrauen gehabt. Ich dachte jetzt, vielleicht war es doch eine Falle oder so. Deswegen speichere ich auch jetzt einfach mal. Ich habe gedacht, vielleicht, dass vielleicht die zwei anderen Diebe nochmal erscheinen. Ja, aber wir haben es geschafft. Dann gehen wir mal direkt hier im nächsten Ort. So, Cedric, wir sind am Ziel angekommen. Wow, das ist also Segeltau. Wirkt wie ein sehr lebendiger Ort. Nun wird sich zeigen, ob ich recht habe und dein Traum tatsächlich mehr war. Wir sollten uns einfach mal umhören. Wenn es hier wirklich einen Dämon gibt, dann wird man uns bestimmt davon berichten. Gut, so sei es. Und erstmal, was willst du? Halt! Keinen Schritt weiter! Wir haben nur Soldatenzutritt. Na gut. Ist das ein Schloss? Ja, so eine kleine Festung scheint wohl. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier so viele Kämpfer und Söldner treffen würde. Dieser Ort scheint sich förmlich anzuziehen. Wenn so ist, dann gucken wir auch mal nach Rüstung. Oder, ach ne, jetzt ist was innen, oder? Nee. Nee, wir sind ja noch, oder? Ach ne, wir sind ja noch geheilt. Stimmt. Haben ja gar keinen Kampf mehr gemacht danach. Willkommen in Siegeltau, ja. Ach, den kenne ich doch. Ein herrlicher Ort, hier gibt es viele Möglichkeiten zu trainieren und Geld zu verdienen. Und dieses auszugeben wird einem hier auch sehr leicht gemacht. Waffen, Wurzeln, Kräuter. Mann, ich fühle mich so, als könnte ich Bäume ausreißen. Fantastisch. Weiß wirklich viel. Und jetzt Sprite nicht cool. Hallo, was darf es sein? Ich habe zwar nicht viel, was euch interessieren dürfte. Also Äxte und so werdet ihr wohl nicht gebrauchen können. Doch. Aber in mein Sortiment ist für jeden etwas dabei. Oh ja. Und wir können es auch noch alles leisten sogar. Die beiden Sachen haben wir ja schon. Das alles haben wir schon. Aber jetzt können wir es nochmal verstärken. Obwohl der Rubinstab ist schwächer. Aber versteckt er für die Magie. Ja, das können wir auch noch holen. Aber ich bin erstmal hierfür. Ja, den müssen wir jetzt nicht unbedingt haben. Dann holen wir dann die beiden Sachen erstmal. Weil dann lege ich... Ach nee, wir können natürlich dann noch die Sachen wieder verkaufen danach. Da können wir uns dann ja doch noch den dann leisten. Genau. Und da ist auch diese... Da ist auch diese Optimieren-Funktion ganz praktisch. Weil dann geht das einfach ein bisschen schneller, als dann immer durchzugucken. So, die brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr. Jetzt haben wir tatsächlich noch mal genug. Wir können dann tatsächlich mal den Rubinstab holen. Dann rüsten wir ihn auch mal... Ups. Rüsten wir ihn auch mal direkt aus. Ja doch, Magiestärke wird um 7 erhöht. Das ist doch schon krass. Guten Tag, ich habe hier erstklassige Kräuter anzubieten. Bevor Sie mir sagen, der Itemshop hier bietet diese Kräuter günstiger an, dann würde ich Sie gerne darauf hinweisen, dass deren Kräuter eine niedrigere Qualität aufweisen. Qualität kostet nun mal, also was hätten Sie gerne? Ja, okay, das ist ziemlich geil, so wenn man ja, wenn man schon das Maximallevel hat und trotzdem noch ein bisschen stärker werden will.
Okay, ist verschlossen, aber jetzt haben wir halt kein Geld mehr. Weil ich das doch lieber wichtiger finde, für Waffen zu investieren. Und hier haben wir erstmal ein Item. 200, okay, 200 Münzen. Also das ist wohl eine bodenlose Frechheit. Legen Sie das Geld sofort wieder zurück und verschwinden Sie, bevor ich die Soldaten rufe. Los, raus hier. Oh, schade. Verzeihung. Schade. Wir sollten die Tür unbedingt abschließen. Ja, scheint so. Würde ich ein Jammer, die Tür auch tagsüber zu verschließen, selbst wenn die zu Hause sind. Aber nur so kann man sich wohl diesen dreckigen Liebespack schützen. Vor diesen Liebespack schützen. Okay, ich komme tatsächlich nicht mehr rein. Ich hoffe, da war jetzt nichts Besonderes. Was gibt's denn hier bestimmt Tränke, ne? Oh ja. Die sind aber tatsächlich billiger, aber die tatsächlich die erhöhen nur um einen Punkt und da erhöhen die um drei Punkte. Das kostet ja nur 15 mehr. Und einmal nochmal hier hin. Ist was? Oh, ich dachte nur gerade, dass ihr so aussieht, als seid ihr aus einem ganz besonderen Grund hier. Aus einem ganz besonderen Grund? Ihr habt doch sicherlich auch gehört, dass es hier ein, nun, sagen wir mal, übernatürliches Wesen geben soll, oder? Ein Dämon? Ich wusste es. Was wusstest du? Hältst du uns etwa für verrückt? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Nein, nein, keinesfalls, ganz im Gegenteil. Soll das etwa bedeuten, dass du auch an den Dämon glaubst? Ein Gleichgesinnter? Wie wäre es, wenn wir uns darüber im Pub unterhalten würden? Ich weiß noch nicht, ich weiß leider nicht, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, deswegen versuche ich den irgendwie so ein bisschen neutral zu sprechen. Wenn du etwas Wichtiges über den Dämon weißt, gerne. Oder, Griselda? Ja, von mir aus. Oder ist er vielleicht der Dämon? Also dann, gehen wir. Okay, die ist lebhaft, die Kneipe. Aber der sieht für mich eher so ein bisschen männlich aus, wie so ein Anime-Schara. Die haben ja alle längere Haare. Also, wenn ich das gerade richtig mitbekommen habe, dann lauten eure Namen Cedric und Griselda, richtig? Ja, das ist richtig. Genau, und wie war noch gleich dein Name? Oh, bitte verzeiht. Mein Name lautet Ragnar. Okay, das hört sich mehr männlich als weiblich an. Ragnar, also... Ragnar, du scheinst etwas über den Dämon zu wissen? Naja, nicht direkt. Ich sollte wohl erst einmal erwähnen, dass ich einer okkulten Organisation angehöre. Wir haben Infos darüber, dass es hier einen Dämon geben soll. Oh, organisierter Okkultismus. Gemeinschaft. Mehr weißt du also nicht? Nun, es scheint so zu sein, dass eine stark bewachte Höhle nördlich dieses Ortes etwas mit dem Dämon zu tun hat. Aber sagt, ihr scheint ja aus demselben Grund hier zu sein. Wie kam es dazu, dass ihr davon erfahren habt? Ach, es klingt jetzt vielleicht seltsam, aber ich habe es über einen wiederkehrenden Traum über ein Wesen, welches sich als Dämon bezeichnet. Dieses Wesen bittet mich stets um Hilfe. Es sagt, es sei seiner Freiheit beraubt worden. In einem seiner letzten Träume fiel dann das Wort Siegeltau. Er hat mir dann von diesem Traum erzählt. Er konnte nichts mit dem Wort anfangen, ich aber schon. Auch halte ich diese Träume für etwas Übernatürliches. Um der Sache also nachzugehen, haben wir uns auf den Weg gemacht. Interessant, Kontaktaufnahmen via Träume. Cedric, du sagtest, er sei dann seiner Freiheit beraubt worden? So hat es mir dieses Wesen jedenfalls gesagt. Das würde Sinn haben. Diese Höhle ist stark bewacht und sonst ist hier nichts Auffälliges oder gar Dämonisches. Ich meine, ihr deutet wirklich rein gar nichts auf ein solches Wesen hin. Was soll das für eine Höhle sein, die du dauernd erwähnst? Viel ist darüber nicht bekannt. Auch nicht bei den Bewohnern dieses Ortes. Ich habe mich dahingehend bereits umgehört. Es gibt halt nördlich von hier diese scheinbar gewöhnliche Höhle. Anscheinend jedoch ist sie das nicht. Es muss einen Grund geben, dass dort Tag und Nacht Soldaten stationiert sind. Es klingt so, als seist du bereits dort gewesen, Ragnar. Ja, das ist korrekt. Wie wäre es, wenn wir uns gemeinsam dorthin begeben würden?
Tut mir leid, aber ich kann nicht. Wieso? Nun, wie ich bereits sagte, wird die Höhle stark bewacht. Also, als ich vorgestern dort war, wurde ich erwischt. Man sagte mir, dass ich mich nie wieder dort blicken lassen soll. Eine Zuwiderhandlung würde mit Gefängnis bestraft. Oh. Das klingt so, als habe man einen Versuch frei, oder? Ja, hört sich tatsächlich so an. Kann schon sein, verlassen würde ich mich aber darauf nicht. Ich gehe aber davon aus, dass ihr es trotzdem versuchen werdet. Natürlich. Wir haben eine relativ lange Reise hinter uns. Wir würden es gerne versuchen. Wir würden es versuchen. Genau, und wenn es nötig ist, kämpfen wir halt, um uns Zutritt in die Höhle zu verschaffen. Oh, Soldaten. Hey, wir sollten jetzt gehen. Verstehe. Es ist schon spät, wir sollten morgen weiterreden. Hier, nehmt das. 18 Münzen, danke. Ruht euch im Innen aus, wir treffen uns dann morgen beim Waffenstand, okay? Ja, ist gut, danke. Danke. Gern geschehen, also dann bis morgen. Wir sollten jetzt auch gehen. Ja, ich bin ziemlich müde. Jetzt eine Frage stelle ich mir jetzt noch. Also es ist jetzt ja storybedingt, dass wir jetzt ja mit den 18 Münzen jetzt erst innen bezahlen. Ach so, okay, doch, die Frage hat sich bestätigt, weil ich habe jetzt gedacht, man hätte ja möglicherweise, wenn man jetzt richtig scheiße baut, hätte man ja alles, das ganze Geld ja ausgeben können, die Items dann löschen können oder so, dass man dann am Ende dann gar nichts mehr hat oder man verkauft die so für die Hälfte, bis man ja nichts mehr hat eben, bis man nur noch vielleicht zwei Münzen hat. Aber na gut, aber wenn das doch von selbst bezahlt, dann geht das, dann hat sich die Frage doch wieder beantwortet. Wagner sagte, er wird am Waffenstand sein. Ich freue mich schon auf das Gespräch. Ich muss ihn unbedingt über diese okkulte Organisation ausfragen, der er angehört. Gute Idee, das klingt vielversprechend. Ich bin wirklich gespannt. Vielleicht könnte diese Organisation auch unsere Zukunft beeinflussen. Ja, es wäre wirklich toll, wenn wir mit unseresgleichen zusammenleben könnten. Leute, die uns wirklich verstehen. Ja, das wäre schön. Okay, also dann werden wir nochmal mit Ragnar reden, aber das machen wir im nächsten Part. Und vielleicht können wir wirklich dann mal diese Höhle betreten und vielleicht treffen wir ja wirklich dann bald dann diesen Dämon endlich. Vielleicht dann sagen, ich hoffe, ihr seid dann im nächsten Part wieder dabei. Bis dann.